Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Seit knapp einem halben Jahr ist die sogenannte Mietpreisbremse in Kraft, doch ein Erfolg, der will sich einfach nicht einstellen. Laut Medienberichten, auch Statistiken, steigen die Mieten speziell in Großstädten schneller denn je. Bezahlbarer Wohnraum wird immer knapper. Wir wollen heute mit einem Experten in der Sendung sprechen, ob die Mietpreisbremse schon gescheitert ist. Beginnen wollen wir doch mit einem ganz anderen Thema. Wünschen wir uns nicht alle einen blühenden und bunten Garten zu Hause. Wer weniger Platz hat, für den ist ein Hochbeet eine echte Alternative. Das sieht nicht nur gut aus und ist platzsparend, sondern das Beste ist, wenn Sie Obst und Gemüse anpflanzen, können Sie auch noch mit einer reichhaltigen Ernte rechnen. Immer häufiger sieht man neben klassischen Flachbeeten die sogenannten Hochbeete in Gärten stehen. Der Unterschied: eine feste Rahmenkonstruktion, Unabhängigkeit von der Bodenqualität des Gartens und natürlich die Höhe. Durch diese Kompostierung in diesem Hochbeet ist dieses Beet auch um 5 bis 8 Grad wärmer im Frühjahr. Man kann früher pflanzen, also früher im Frühjahr schon ab April, und auch länger in den Hauptschrein ernten. Die Nährstoffversorgung durch diese Kompostierung, durch den reifen Kompost, ist natürlich auch so, dass es ganz viel hilft, die Pflanzen für die Nährstoffe zu versorgen. Viele Hobbygärtner nutzen zum Gemüseanbau das Hochbeet als Alternative zum Frühbeet oder zum Gewächshaus. Der Ertrag kann 2- bis 3-mal so hoch ausfallen wie auf einem Flachbeet gleicher Größe. Die Rahmenkonstruktion eines Hochbeets kann aus verschiedenen Materialien bestehen. Die beliebtesten sind Wellblech aus Metall und Holz, vorrangig Lärche aufgrund ihrer Langlebigkeit. Aber auch Kunststoff, Kokosmatten oder Edelstahl sind möglich. Letztlich ist es eine Frage der Optik, was zum Haus und zum Garten passt und wo das Hochbeet steht und welchen Zweck es erfüllen soll. Was immer gleich ist, die Befüllung des Hochbeets. Eine Drainageschicht aus kleinen Ästen oder auch so Heckenabschnitte gemacht. Darauf kommt ein Kompost oder im Herbst auch Falllaub. Und darauf kommt ein reifer Kompost und auch ein bisschen Blumenerde. Das Beet wird sich natürlich noch sacken durch das ganze Drainageschicht oder sowas. Sonst wollte man im Frühjahr so 10 bis 15 cm mit frischer Erde oder reifem Kompost wieder nachfüllen. Gerade im Sommer, wenn viel Heckenschnitt anfällt, lohnt sich die Anzucht eines Hochbeets. Und auch wer keinen Garten hat, muss auf ein Hochbeet nicht verzichten. Der Fachhandel bietet auch hier verschiedene Modelle für Balkon oder Terrasse. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie der Umbau in einem Möbelhaus vonstatten geht? In den meisten Fällen bekommen die Besucher davon gar nicht viel mit, aber hinter den Kulissen ist es wie ein Ameisenhaufen. Alles muss ganz genau und getaktet sein. Wir haben die Mitarbeiter des Möbelgiganten IKEA beim Umbau im Haus in Ulm mit der Kamera begleitet. Für dich, für mich, für alle. Inside IKEA Family wird Ihnen präsentiert von IKEA Ulm. Wer derzeit durch eines der größten bekannten Möbelhäuser läuft, kann in der einen oder anderen Sackgasse landen. Sackgasse? Nicht für uns. Wir werfen einen exklusiven Blick in die Bereiche, die für die Kunden von IKEA in Ulm gerade nicht zugänglich sind. Der Möbelgigant baut seine Markthalle um. Passiert ist das hier zum letzten Mal 2007. Komplette Bereiche wie hier die Badabteilung werden neu gestaltet, Wände verschoben und Artikel besser in Szene gesetzt. Die Vorplanungen sind halbes Jahr, dreiviertel Jahr, sind wirklich ein sehr, sehr großes Team von 10 Leuten zusammengesessen und hat die Markthalle wirklich auf jede Achse genau geplant, jeder Artikel, wo er zu sitzen hat, jede Inspirationsfläche wird einzeln geplant. Also es steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit.
dahinter. Aber umso mehr Vorarbeit geleistet wird, umso schneller kann natürlich auch der Umbau hier einfach vonstatten gehen. In nur 3 Monaten soll der gesamte Umbau passiert sein. In dieser Zeit werden knapp 15.000 Artikel einen neuen Platz finden. Der Hintergrund: mehr Inspiration für die Kunden. Verschiedene Inseln präsentieren die Artikel, geben Anregungen und machen so den Einkauf zu einem noch größeren Erlebnis. Also es wird sich wirklich jeder Bereich verändern. Wir kämpfen uns gerade sozusagen oder wir arbeiten uns von vorne nach hinten durch. Die Glas- und Porzellanabteilung ist schon eine der ersten Abteilungen, die jetzt fast komplett fertig ist. Es wird sich wirklich jede Achse verschieben, also die Abteilungen verändern sich. Es gibt andere Kundenwege, es gibt schönere Inspirationspunkte. Einfach wirklich komplett alles wird angegangen, jeder Punkt. Ein gigantischer logistischer Aufwand, denn trotz Umbau läuft der normale Betrieb weiter. Bis Anfang Juli sollen die Sackgassen dann passé sein. Solange helfen Lotsen den Kunden durch die Markthalle. Eigentlich sollte die Mietpreisbremse dazu führen, dass die Mieten nicht immer weiter ansteigen. Deshalb die Mietpreisbremse. Inzwischen hört man aber immer wieder Fälle, bei denen beim Mieterwechsel die Mieten um bis zu 30% erhöht werden. Wie Sie sich gegen überhöhte Mieten schützen können, das erfahren Sie gleich hier bei Bauen und Wohnen. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Wer heute eine Wohnung bezieht, muss damit rechnen, dass er deutlich mehr zahlt als ein Vormieter. Genau um das zu vermeiden, wurde im November 2015 die sogenannte Mietpreisbremse eingeführt. Ob diese inzwischen gescheitert ist, darüber streiten die Experten. Die Mietpreisbremse sollte dafür sorgen, dass eine Wohnung maximal um 10% teurer wird als beim Vormieter. Ob das alles so funktioniert, Sven Jachmann mit den Einzelheiten. Dies liegt zum einen an den Ausnahmen. Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 neu gebaut wurden, sind von der Mietpreisbremse ausgenommen. Ebenso Wohnungen, die umfassend saniert wurden. Dies betrifft insbesondere die beliebten Lagen. Deshalb steigen die Mieten weiter. Vor allem in Stuttgart ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht, sagt Stefan Ries-Meyer vom Immobilienvermarkter Engel & Völkers. Die Durchschnittsmieten werden mit Sicherheit noch steigen, denke ich mir, weil es gibt noch ein großes Potenzial in Stuttgart. Es gibt noch sehr viele Wohnungen, die noch unsaniert sind, also eher in einem einfacheren Zustand. Die Spitzenmieten werden wir aber sicherlich erreicht haben, die momentan so bei 23 Euro pro Quadratmeter liegen. Ursache für die hohen Preise sind aber auch die Mieterwechsel. Dies nutzt der Vermieter aus, um die Miete zu erhöhen. Vom neuen Mieter wird nun verlangt, dass er überprüft, wie viel Geld sein Vorgänger denn für die Wohnung zahlte. Das macht aber kaum einer, sagt Herbert Weber, Vorsitzender von Mieterbund Bodensee in Konstanz. Schon gar nicht, wenn es pro Wohnung mindestens 200 Bewerber gibt. Der Mieter ist froh in unserer Gegend, wenn er überhaupt eine Wohnung bekommt. Und er ist kein Streithansel, deshalb funktioniert die Mietpreisbremse nicht. Er könnte nach dem Unterschrift des Mietvertrags sich bei uns natürlich beraten lassen, dann würden wir dafür sorgen, dass er das zu viel bezahlte zurückbekommt. Aber das macht der Mieter im Schnitt nicht, weil er, wie gesagt, nicht, Deutsch ist kein Prozesshansel. Ein weiterer Grund ist die Diskussion um die Mietpreisbremse selbst. Aus Angst vor dem neuen Gesetz haben viele Vermieter offenbar noch mal zugelangt, wissen die Experten. Viele Eigentümer waren verunsichert, welche Auswirkungen das haben wird auf ihr Investment und haben dann, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, noch mal die Mieten erhöht. Das ist sicher in Teilen so. Ich war beim Haus- und Grundeigentümerverein bei der Mitgliederversammlung. Da hat der Geschäftsführer zum Besten gegeben, jetzt müsst ihr noch die Miete erhöhen. Das ist natürlich passiert. Wohl auch deshalb stiegen allein innerhalb eines Jahres in Stuttgart die Mieten um 7%. Aber auch in Esslingen, Konstanz und Ulm sind die Mieten innerhalb der letzten Jahre deutlich gestiegen. Jede größere Stadt ist betroffen. Es geht längst nicht mehr um Berlin, Hamburg oder München. Inzwischen zählen auch Reutlingen und Ravensburg zu den 30 teuersten Städten in Deutschland.
Ist die Mietpreisbremse gescheitert oder ist die Mietpreisbremse überhaupt das falsche Instrument? Darüber wollen wir mit Ottmar Wernicke, dem Geschäftsführer von Haus und Grund in Württemberg, sprechen. Herr Wernicke, die Mietpreisbremse ist gerade in aller Munde, sie ist gescheitert. Ist das wirklich so? Ich halte sie für gescheitert, weil sie von vornherein ein untaugliches Mittel ist. Sie ist für mich reiner Populismus. Man hat den Leuten Sand in die Augen gestreut, indem man sagt, man könnte einen Mangel dadurch beseitigen, indem man die Mieten deckeln will. Das funktioniert einfach nicht. Das ist 3x3 ist Donnerstag. War es überhaupt je das richtige Instrument, um zu sagen, die Mieten steigen nicht mehr so viel? Nein, das kann einfach gar nicht sein. Wenn ich zu wenig Wohnraum habe und zu wenig Flächen, um zu bauen, und dadurch steigen die Mieten einerseits und andererseits, weil der Staat alles dafür tut, dass das Bauen immer teurer wird, dann muss ich mich nicht wundern, wenn natürlich auch die Mieten steigen. Und ich kann nicht ein mangelndes Angebot dadurch ausgleichen, indem ich die Preise versuche, künstlich zu senken. Früher war ja immer München oder Hamburg groß im Gerede. Inzwischen ist ja auch unsere Landeshauptstadt Stuttgart, wo die Mietpreise förmlich explodieren. Man hört ja auch immer Aufschläge bei einem Mieterwechsel von 30% auf die Miete. Ist das überhaupt legitim und wie hoch darf ich als Vermieter überhaupt die Miete erhöhen? Das sind natürlich jetzt mehrere Fragen auf einmal. Zunächst muss man sagen, der Vermieter darf nur die sogenannte ortsübliche Vergleichsmiete nehmen plus zuzüglich 10% in diesen sogenannten Orten mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Das sind 68 in Baden-Württemberg. Stuttgart gehört dazu. Nun ist also so, er richtet sich nach der ortsüblichen Vergleichsmiete und schlägt die 10% maximal auf. Die Vormiete hat zunächst damit gar nichts zu tun, denn die kann ja 10, 20 Jahre lang unverändert geblieben sein. Und wir wissen eben von unseren Mitgliedern, dass sie in der Regel nur alle 7 bis 10 Jahre maximal erhöhen. Und dann will man natürlich bei einem Mieterwechsel sich natürlich am Markt orientieren. Und das halte ich auch für legitim. Wie oft darf ich eigentlich, jetzt haben Sie gesagt, alle 7 Jahre im Schnitt, wie viel darf ich eigentlich überhaupt die Miete erhöhen, wenn ich sage, ich mache es mal regelmäßig? Sie dürfen immer erhöhen bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete. Das ist der Punkt. Sie dürfen aber dabei innerhalb von 3 Jahren nur um maximal 15% erhöhen, wobei die Miete 15 Monate unverändert bleiben muss. Also Sie sehen, das ist ein relativ kompliziertes System. Wenn ich mich jetzt für eine Wohnung interessiere, woher bekomme ich überhaupt den Mietpreisspiegel für den Ort, wo ich mich für die Wohnung interessiere, geschweige denn, woher weiß ich, wie viel hat der Vormieter überhaupt Miete gezahlt? Ich kann ja nicht zu meinem künftigen Vermieter gehen und sagen, dürfte ich bitte den Mietvertrag haben? Also zunächst mal geht es darum zu schauen, in der Kommune, in der ich lebe oder in der ich die Wohnung mieten möchte, gibt es da überhaupt einen Mietspiegel? Denn die wenigsten Kommunen dieser 68 haben überhaupt einen Mietspiegel. Ist ein Mietspiegel vorhanden, dann kann ich mich da orientieren, indem ich eben nach Lage, Alter, Baujahrsklasse, Ausstattung etc. schauen kann, wie ist die Wohnung eingruppiert. Und dann kann ich da etwa schauen, ob der Preis gerechtfertigt ist. Das ist der eine Punkt. Ansonsten tue ich mich natürlich schwer, sowohl Vermieter- als auch Mieterseite, so einen Preis zu finden, wenn ich eben keinerlei Anhaltspunkte habe, wie es in dieser Kommune aussieht. Wenn ich jetzt als Mieter feststelle, mein Vermieter hat zu sehr erhöht, was kann ich denn eigentlich machen? Gut, das sind natürlich eigentlich Fragen, die der Mieterbund beantworten müsste, aber er kann sich eben an den Vermieter wenden und ihn schriftlich bitten, zu sagen, wie hat er die Miete kalkuliert, wie kommt er auf die Höhe dieser Miete. Die Mietpreisbremse sollte ja das Ansteigen der Miete eigentlich ein bisschen drücken oder dass es nicht so explodiert. Wenn ich jetzt heute hingehe, die meisten sind ja auch froh, wenn sie überhaupt eine Wohnung bekommen. Die fragen gar nicht großartig nach, wie viel hat sich das alles erhöht. Es ist heute so, der, wo ein bisschen mehr Geld hat oder Sicherheit hat, der bekommt einfach die Wohnung. Das ist der Hintergrund der Mietpreisbremse. Er schützt nicht die Einkommensschwachen, die eine Wohnung brauchen, sondern letztendlich bekommt der Besserverdienende mehr Quadratmeter zu einem günstigeren Preis. Denn der Vermieter wird in der Regel den solventesten Mieter sich heraussuchen, das ja auch legitim ist, damit er nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Und den wird er aussuchen und damit bleiben die anderen eben auf der Strecke. Und das ist schon dieser Webfehler in diesem Gesetz. Und deswegen halte ich ihn von Anfang an für falsch. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist Populismus. Man hat die Leute eigentlich auf den Arm genommen, indem man ihnen etwas suggeriert, was sich überhaupt nicht erfüllen kann. Wenn das Gesetz jetzt falsch ist, wie ist Ihr Lösungsansatz? Brauchen wir einfach Wohnraum? Wir brauchen Wohnraum, das ist ganz klar. Wir brauchen Wohnraum für die Geringverdiener. Wir brauchen Wohnraum aber auch insgesamt. Das lässt sich nur über zwei Stellschrauben meiner Ansicht nach lösen. Zum einen, wir brauchen mehr Flächen.
die Kommunen müssen Flächen ausweisen dürfen. Das heißt, das Thema Plausibilitätsprüfung muss aufgeweicht werden. Das heißt, dass die Kommunen das leichter können, zum einen. Und zum anderen müssen wir uns einfach mal überlegen, wollen wir wirklich diese hohen Standards haben? Denn warum ist das Wohnen denn so teuer geworden? Weil wir ständig Verschärfungen in der Energieeinsparverordnung haben. Wir haben ein E-Wärmegesetz. In Baden-Württemberg ein Solitär, kein anderes Bundesland hat das. Wir haben seit März 2015 eine verschärfte Landesbauordnung. Das alles wird immer teurer, sodass... Ich glaube, man spricht von 30% inzwischen ist das Bauen teurer geworden, nur wegen so Energieeinsparverordnung. Das ist sehr richtig. Ohne dass jetzt das Wohnen als solches die Qualität sich verändert hätte. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn die Preise durch die Decke gehen. Und das ist, weint man eben Krokodilstränen, wenn man auf der einen Seite an der Schraube dreht und auf der anderen Seite sich dann wundert, dass die Preise hochgehen. Das funktioniert eben nicht. Da muss man sich überlegen, was man will. Wir haben ja auch unterschiedliche Märkte. Zum einen habe ich zum Beispiel den Ballungsraum Stuttgart, ich habe auch Konstanz, wo wirklich die Mieten sehr hoch sind, und ich habe den ländlichen Raum. Wie sollte eine Lösung aussehen, dass beides eventuell geht? Weil die Menschen zieht es vom Land immer mehr in die Stadt. Ja, wir haben mittlerweile eine richtige Landflucht. Die Menschen ziehen in die Städte und die Dörfer bluten aus. Da stehen viele Wohnungen und Häuser leer. Meiner Ansicht nach müssen wir einfach die Infrastruktur dort verbessern. Wir müssen dafür sorgen, dass dort auch schnelles Internet vorhanden ist, dass der öffentliche Personennahverkehr dort funktioniert, dass man es auch dort eben weiter lebenswert ist, dass auch dort eine Versorgung wieder ist mit einem Laden, mit dem Supermarkt etc. und dass man auch wieder in die größere Kommune kommt, um dort vielleicht zur Arbeit zu kommen. Also da muss man eben ein Programm meiner Ansicht nach auflegen, dass das Land, der ländliche Raum auch wieder attraktiv wird. Wie viele Wohnungen brauchen wir, um mal wieder ein bisschen Ruhe in diesem Markt zu bekommen? Also die Wohnungswirtschaftlichen Verbände in Baden-Württemberg haben vor der Flüchtlingswelle 60.000 Wohnungen pro Jahr prognostiziert. Das Land Baden-Württemberg geht aktuell von 75.000 Wohnungen mit Flüchtlingen aus. Diese Zahl wird nicht ausreichen, das ist ganz klar. Wir brauchen deutlich mehr, aber wir brauchen sie natürlich an der richtigen Stelle. Es nützt uns nichts, wenn wir sie im ländlichen Raum haben, da haben wir genügend Versorgung, sondern wir brauchen sie in den Ballungsgebieten. Und das funktioniert erstmal über die Ausweisung von Flächen. Und allein mit der Innenentwicklung kommen wir nicht weiter. Zum Abschluss hätte ich gerne noch eine Einschätzung von Ihnen. Wo geht es hin mit den Mietpreisen? Steigen sie weiter so rapide an oder denken Sie, es gibt die nächsten Jahre eine Lösung? Das hängt davon ab, wie die Politik reagiert. Wenn sie nichts tut bzw. die Mietpreisbremse weiter verschärfen will, werden die Mietpreise auch weiter steigen. Wird aber für eine gewisse Entlastung gesorgt, dann bleiben sie stabil. Herr Wernicke, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Gespräch mit Ottmar Wernicke haben wir heute Morgen in Stuttgart vor der Sendung aufgezeichnet. Es gehört zu den anspruchsvolleren Heimwerkeraufgaben, und zwar eine Mauer zu Hause selbst zu bauen. Wer das macht, der spart natürlich Zeit und Geld und erreicht mit guten Tipps ganz tolle Ergebnisse. Wie Sie das zu Hause umsetzen, das sehen Sie gleich in unserem Heimwerker-Tipp. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen. Präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Willkommen zurück, liebe Zuschauer bei Bauen und Wohnen. Wir wollen Ihnen heute zeigen, wie Sie auch mit weniger handwerklichem Geschick zu Hause eine wunderschöne Natursteinmauer bauen können. Denn die Formen der Steine, die kommen Ihnen entgegen. Einerseits geben Sie der Mauer Ihr charakteristisches Aussehen. Zum anderen ist es auch so, dass Sie kleine Fehler einfach wie unsichtbar machen. Unser Experte zeigt Ihnen heute, wie Sie zu Hause mit einfachen Mitteln eine wunderschöne Natursteinmauer bauen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie man sein Zuhause selbst verschönern kann. Eine davon ist, eine bestehende Wand einfach zu einer Steinwand umzugestalten. Zuerst sollte man aber wissen, was man will, bevor man sich an die Arbeit macht. Es gibt geschlichtete Steinwände zum Beispiel. Es gibt gefugte Steinwände. Hinter mir sehen wir eine geschlichtete Steinwand, wo viel im südlichen Raum von Europa angesiedelt ist. Natürlich können die Farben der Steine selbst ausgewählt werden. Wichtig ist, dass sie mit dem Boden abgestimmt werden, damit auch wirklich stilistisch alles zusammenpasst.
Bevor man aber loslegt, sollte Folgendes beachtet werden. Eine Steinwand hat ein hohes Eigengewicht, die Wand sollte also möglichst massiv sein. Wenn der Untergrund gemalt ist, und meistens ist dies der Fall, weil es eine Steinwand im Nachhinein kommt, sollte die Steinwand angeschliffen oder der Untergrund angeschliffen werden, damit die Grundierung noch besser aussaugt und damit die Steinwand noch besser hält. Dies kann mit einem Hobel oder einer Schleifmaschine erfolgen. So wichtig ist bei der Wahl der Steine, dass wir darauf schauen, dass die Fugenbilder nicht zu viel übereinander gleichmäßig sind. Wichtig ist auch noch, dass wir nicht die typischen Bahnen, wie wir es beim Fliesenlegen kennen, einhalten, sondern diese Steinwand muss richtig rustikal wirken. Das heißt, es darf einmal eine dicke kommen und danach kommen gleich zwei dünne. Das darf ruhig sein. Wichtig ist, dass der Untergrund gleichmäßig ist. Dann kann der Steinkleber auf die einzelnen Steine aufgetragen und dann an der Wand angepresst werden. Der Steinkleber darf hier ruhig rund um den Stein herausgedrückt werden. Dadurch entsteht das schöne Fugenmuster. Also ganz wichtig ist es, wenn man im Indoor-Bereich, also das heißt im Haus drinnen, eine Steinwand anbringen möchte, ist das einmal Grundsatz Nummer 1, der Boden muss sauber abgedeckt werden. Weil in sehr vielen Haushalten natürlich ein Holzboden drinnen ist oder ein Parkett. Da ist es auch sehr wichtig, dass der Parkett hat eine andere Ausdehnung bei Wärme und Kälte wie die Steinwand. Daher raten wir, dass wir in diesem Bereich eine 5 mm Dehnfuge lassen. Die wird einfach angebracht mit Karton oder mit Holz als Abstandhalter. Und danach eine Mutterreihe, das heißt die Mutterreihe ist eine sogenannte erste Reihe. Von der geht die ganze Höhe nachher und die Anbringung der Steine und Breite, von der geht es aus. Eine noch bessere Wirkung bekommen die Steinwände, wenn man sie richtig ab- bzw. an die Wände anschließt. Also ganz wichtig ist es, dass man einmal Ecksteine mitbestellt, sage ich jetzt, dass die Steinwand einfach massiver wirkt und die Anschlüsse noch schöner ausgearbeitet sind. Hier machen wir es so, wir schließen mit der Wand so bündig wie möglich ab und der Maler arbeitet nachher uns in den Lücken herein und dann wird es so sein gelassen. Bei Steckdosen in der Wand müssen die Steine in die richtige Größe gebracht werden, damit sie alle bündig abschließen. Die Steine können hier entweder gekonnt mit dem Hammer oder mit dem Winkelschleifer bearbeitet werden. Wenn man die Tipps der Profis beachtet, kann man so auch selbst ein Wohnzimmer oder eine Außenmauer gestalten. Die Profis stehen aber bestimmt jedem mit Rat und Tat zur Seite. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige wichtige Informationen mit auf den Weg geben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch kommende Woche wieder einschalten. Bis dahin bleiben Sie gesund und Ihnen eine gute Zeit. Und das sind die Themen kommende Woche. Die Optik entscheidet. Moderne Kochfelder müssen sich heute an die Wohnsituation anpassen. Klassische Dunstabzugshauben sind heute entweder Designobjekt oder gleich in das Kochfeld integriert. Und auch die Leistung macht natürlich den Unterschied. Und wie viel Speed brauchen Sie? Schnell, schneller DSL. Bei der Wahl des richtigen Breitbandanschlusses für zu Hause kommt es auf das Nutzerverhalten an. Bauen und Wohnen ab Dienstag, 7. Juni, 22 Uhr. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus. Und der Kreissparkasse Ravensburg.